Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil von Tipps und Tricks für Battlefield 3 Waffenmeister mit mir, Uxi Yaya. Der erste Teil war für Anfänger und der zweite für Fortgeschrittene. Hoffentlich haben euch diese Videos geholfen, unter die ersten 5 zu kommen. In diesem Video werden die letzten Feinheiten behandelt und wenn ihr alle hier genannten Tipps und Tricks gemeistert habt, solltet ihr ab und zu Erster werden. Am Anfang des Videos möchte ich euch ein paar Tricks zeigen, mit denen ihr euch den einen oder anderen Killen sichern könnt. Am Ende diskutiere ich dann aber über ein wichtiges Thema, Waffenmeister-Taktik bzw. welche Spielweise man annehmen sollte, um die Kills so schnell wie möglich zu machen. So, nun aber direkt zu den Tipps. Nummer 1. Der Niederhaltungseffekt. Wenn Gegner auf euch schießen, tritt der Niederhaltungseffekt ein. Dieser Effekt ist nicht zu unterschätzen. Euer Rückstoß und die Kugelstreuung geraten völlig außer Kontrolle und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendwas trefft, sinkt enorm, mit oder ohne Zielvisier. Außerdem verschwimmt eure Sicht und das hat den Nachteil, dass ihr Gegner übersehen könnt. Mein Tipp, geht in Deckung und wartet ein paar Sekunden, bis der Niederhaltungseffekt abklingt, bevor ihr den nächsten Gegner angreift oder euch wieder außer Deckung wagt, damit ihr keinen Nachteil habt und keine Gegner überseht. Ja, und natürlich könnt auch ihr euch den Niederhaltungseffekt zunutze machen. Zum Beispiel, ihr seid ohne Deckung und ein Gegner, der in Deckung ist, beschießt euch. Feuert kurz in seine Richtung, denn nun wirkt der Effekt auf ihn und das erhöht eure Überlebenschancen, während ihr in Deckung sprintet. Nummer 2. Schatten. Ein kleiner Tipp, achtet auf Schatten. In den folgenden Clips sehe ich immer den Schatten des Gegners zuerst. So bin ich bereit und kann vorfeuern und mir den Kill sichern. Nummer 3. Gegner täuschen. Ein kleiner Trick. Manchmal werdet ihr beim Laufen kurz einen Gegner sehen. Lauft einfach weiter in Deckung. Der Gegner hat jetzt den Eindruck, dass ihr ihn nicht gesehen habt und in 90% der Fälle wird er euch regelrecht hinterherhechten. Er wird gierig und wird dabei seine Deckung verlassen. Wartet also, bis er ohne Deckung ist, schaut wieder raus, überrascht ihn und sichert euch den Kill. Nummer 4. Ziele priorisieren. Wenn man mit mehreren Gegnern auf einmal zu tun hat, muss man die Gegner priorisieren. Also das heißt einfach, dass man den Gegner, der die größte Gefahr darstellt, zuerst ausschalten sollte. Das klingt einfacher als es ist, weil im Feuergefecht kann man leicht in Panik verfallen. Das ist eine meiner persönlichen Schwächen. Ich versuche dann immer, alle Gegner auf einmal und gleichzeitig auszuschalten, was meistens nicht klappt. Das kann man aber trainieren, indem man bewusst auf das Priorisieren achtet, indem man versucht, immer ruhig zu bleiben und auch indem man mental darauf vorbereitet ist, mehrere Gegner zu treffen. Seht auch zu, dass ihr Ziele schnell wechselt, falls ein neuer Gegner auftaucht und er Priorität hat, so wie in diesem Clip. Der Gegner weiter hinten steht mit dem Rücken zu mir, daher hat der Gegner, der direkt vor mir auftaucht, natürlich höhere Priorität. Nummer 5. Waffenwechsel. Versucht immer genau zu wissen, wie viele Kills ihr bis zur nächsten Waffe braucht. Ein oder zwei Kills, damit der Waffenwechsel nicht in einem ungünstigen Moment stattfindet. Zum Beispiel, wenn ihr noch einen Kill mit der Spaß habt, ist es gefährlich, in einen Raum mit vielen Gegnern reinzulaufen, so wie hier. Es wäre wohl besser gewesen, hätte ich mich langsamer vorgearbeitet. Nummer 6. Um die Ecke gehen, schneller als der Gegner sein. Noch ein Tipp, der euch helfen wird, euch einen wichtigen Vorteil gegenüber eurem Gegner zu verschaffen. Denkt an die folgende Situation. Wenn ihr um die Ecke lauft, befindet sich dahinter oft ein Gegner, der in eure Richtung guckt oder läuft. Wie gewinnt ihr jetzt den Feuerkampf? Mein Tipp, indem ihr um die Ecke geht und nicht lauft. Also, kurz vor der Ecke, hört ihr auf zu laufen und geht um die Ecke. Denn beim Laufen zeigt eure Waffe nach links oder nach oben. Ihr müsst sie dann erst auf den Gegner ausrichten, bevor ihr schießen könnt. Das kostet euch eine Viertel- oder Drittelsekunde und das kann und macht auch oft den Unterschied zwischen Kill oder Death. Mein Tipp also, lauft bis zur Ecke, geht dann um die Ecke, macht den Kill und lauft schnell weiter. So, jetzt haben wir die kleineren Tipps durchgenommen, mit denen ihr euch extra Kills sichern könnt. Und nun kommen wir zu den richtig interessanten Themen. Wenn ihr das Video so weit geguckt habt, wollt ihr Waffenmeister werden und ich werde meine besten Tipps mit euch teilen, damit das auch passiert. Daher... Nummer 7. Waffenkenntnis. Ein wichtiger Aspekt von Waffenmeister ist, wie der Name schon verrät, Waffenkenntnis. Ihr solltet mit allen Waffen gut bis sehr gut umgehen können, damit ihr nicht an einer Waffe hängen bleibt. Ich habe zwei Tipps für euch. Der erste, trainiert Waffen, mit denen ihr Probleme habt,
schnappt euch die JNG, haut das ACOG-Visier drauf, haut den Laser drauf oder schnappt euch den Granatwerfer, ja, und spielt ein paar Runden Conquest Domination. Aber nicht Metro bitte und tut eurem Team einen Gefallen und spielt bitte die Objective. Das macht Spaß und ihr lernt eure Kills bei Waffenmeister schneller zu machen. Der zweite Tipp ist nicht nur für den Waffenmeister-Modus nützlich. Kennt die Statistiken und Eigenschaften und die Aufsätze eurer Waffen. Wie viel Schaden machen sie auf welche Distanz? Welchen Rückstoß und welche Kugelstreuung haben sie? Das wird euch helfen, die optimale Situation für jede Waffe herauszuarbeiten, in der ihr den maximalen Vorteil gegenüber euren Gegnern habt. Zum Beispiel, die MTAR mit dem Frontgriff hat eine enorm hohe Kugelstreuung. Damit auf Distanz was zu treffen, könnt ihr vergessen. Dafür hat sie aber eine der besten Hüftgenauigkeiten und mit dem Laser macht sie auf kurze bis mittlere Distanz Chop Suey aus euren Gegnern. Schrotflinten machen ab 10 Meter viel weniger Schaden, die Magnum macht 75 Schaden in die Brust und 100 in den Kopf und so weiter und so weiter. Dies und vieles mehr könnt ihr auf der Seite simthic.com nachschauen, der Link ist in der Beschreibung. Nummer 8. Mehr Kills schneller machen. Ja, jetzt kommen wir zu einem zentralen Thema, nämlich wie ihr eure Kills schneller machen könnt, denn das ist im Grunde das Wichtigste bei Waffenmeister. Auf der einen Seite könnt ihr passiver spielen, also große Gegnermengen vermeiden, immer mit Kameraden rumlaufen und so weiter. Ihr sterbt dann weniger und müsst nicht ständig vom Spawn zu den Gegnern rennen, aber vielleicht kriegt ihr die Kills nicht schnell genug. Oder ihr macht einen auf Rambo und springt ständig in Räume voller Gegner rein, dann kriegt ihr ein paar Kills, werdet gekillt und müsst vom Spawn zum Gegner rennen und verliert dadurch wertvolle Zeit. Ich würde sagen, die goldene Mitte liegt wie immer irgendwo dazwischen. Ob ihr passiv oder aggressiv spielt, sollte von der Situation abhängen. Wenn ihr zum Beispiel zusammen mit Kameraden flankiert, würde ich es riskieren und vor meinen Kameraden vorstürmen, sonst kriege ich keine Kills. Wenn aber zum Beispiel ein Gegner gut in Deckung sitzt, dann würde ich das Feuergefecht einfach abbrechen. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass ihr eure Überlebenschance maximiert. Dazu zwei Tipps. Wenn ihr irgendwo rauslauft und es befinden sich zwei oder drei Gegner vor euch, die auf euch zulaufen, macht einen Rückzieher, denn ihr werdet wahrscheinlich nur einen Gegner mitnehmen können, bevor ihr gekillt werdet. Und das lohnt sich meistens nicht. Maximiert eure Überlebenschancen auch, indem ihr eure Laufwege optimiert und möglichst oft Deckungsmöglichkeiten neben euch habt. Das wird euch retten, wenn plötzlich Gegner vor euch auftauchen. Jeder wird wohl so seine eigene Balance von passiv und aggressiv haben und dieser letzte Teil des Videos soll keine Anweisung sein, sondern eher eine Anregung zum Nachdenken, was euch hoffentlich helfen wird, näher an die perfekte Balance zu kommen und Waffenmeister zu werden. Tja, das war's auch schon mit dem dritten und letzten Teil von Tipps und Tricks für Waffenmeister mit mir, Wupsi Yaya. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat oder geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen würdet und mir ein Like geben könntet. Das hilft meinen Videos zwischen den hunderten Let's Plays von PeteSmeet gefunden zu werden. Unten in der Beschreibung habe ich noch zwei Videos verlinkt mit nützlichen Erklärungen zu den Waffen, den Spawnpunkten und anderen tollen Tipps. Als nächstes plane ich ein Taktikvideo für Rush zu machen, zum Beispiel wie man bei Damavand Peak alle Etappen einnimmt. Davor mache ich aber noch ein kurzes Video, in dem es um das Verbessern der KD und um Waffenkenntnis geht, da mich ein Zuschauer danach gefragt hat. Wenn ihr also weitere Videos zu bestimmten Themen sehen wollt, fragt mich einfach und ich werde wie immer mein Bestes versuchen, eure Fragen zu beantworten. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.